Daily. Interview. Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Moritz Waldstein ist bei uns, der CEO und Gründer von Mitte Berlin, ein Wasseraufbereitungs-Startup, das nach 3,5 Jahren jetzt den Markteintritt wagt, sein erstes Gerät auf den Markt gebracht hat gestern. Und ja, das war ein langer, beschwerlicher Weg, aber eine riesengroße Vision, die das Team angetrieben hat. Hört euch das mal an, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Das Unternehmen hat ja schon 32 Millionen Euro eingesammelt, steht auch gerade vor der nächsten Finanzierungsrunde, also wirklich sehr, sehr begeisternswert und wie gesagt, der Markt und die Vision sind toll. Kurz nochmal der Hinweis auf die Folge vorhin, falls ihr das verpasst haben solltet. Vorhin um 13 Uhr war bei uns Christian Wiens, der CEO und Co-Founder von GetSafe. Das Insurtech aus Heidelberg hat ja gerade seine Series B erweitert um weitere 55 Millionen Euro auf insgesamt 80 Millionen Euro und hat zeitgleich auch seine BaFin-Lizenz erhalten. Das ist ein wirklicher Paukenschlag, muss man sagen. Entsprechend toll ist auch das Gespräch, was wir geführt haben. Sollte sich keiner entgehen lassen, der in einem schnell wachsenden Startup arbeitet oder vielleicht ein solches gegründet hat oder vorhat, eins zu gründen oder der irgendwie sich für den Fintech- oder Insurtech-Markt interessiert. Genau darum ging es vorhin, von daher auch ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Mitte Berlin. Moritz Waldstein ist bei uns der CEO und Gründer des Unternehmens und vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von The Builder's Guide to the Tech Galaxy. Das neue Buch aus der Haufe Group, das wirklich alle Startups lesen sollten. Interviews mit Scale-Up-Experten, Augmented Reality-Inhalte und 99 Praxismodule zeigen, wie aus eurem Startup ein Unicorn werden kann. Mehr Infos unter haufe.de/builders-guide. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Moritz Waldstein, CEO und Gründer von Mitte. Also dann freue ich mich sehr, Moritz Waldstein ist wieder hier, CEO und Gründer von Mitte. Hallo Moritz. Hallo Jan, danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, der Anlass ist ja ein toller. Wir haben ja 3,5 Jahre auf diesen Tag gewartet. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, ich wahrscheinlich am allermeisten. Ja, genau. Ich bin von der Seite. Genau, also wir haben heute gelauncht mit der Home und unsere ganze, also sozusagen zur Öffentlichkeit letztendlich, auch das Produkt kann man jetzt zum ersten Mal wirklich erstehen nach vielen Jahren Entwicklung und auch seit fast einem Jahr testen. Also am Anfang des Jahres haben wir angefangen mit der Alpha-Test, dann Beta und jetzt ist heute Launch. Genau, ganz aufregende Zeiten. Ja, bevor wir darüber sprechen, wie aufregend das Ganze wirklich ist, erzähl doch vielleicht nochmal kurz, was ihr genau macht für die euch noch nicht kennen. Ja, genau, bei Mitte, unsere Idee ist oder unser Ansatz ist, eine echte Alternative zu Flaschen, Wasser in Flaschen zu bieten. Das war so der Kernansatz und dafür haben wir uns angeschaut, wie schaut denn eigentlich Flaschenwasser aus? Und das hat letztendlich zwei Hauptcharakteristiken. Erstens hat es keine Schadstoffe drin und zweitens hat es Mineralien drin. Also frei von Schadstoffen und mit Mineralien. Und wir haben gesehen, dass das so nicht gibt, das Angebot, sondern immer oder sich alle Angebote auf die Reinigung nur konzentrieren, also auf die auf das Entfernen der Schadstoffe, was schon mal gut ist, also ein Startpunkt. Und was wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist ein System zu entwickeln, das eben beides kann, Wasser zu reinigen und auch anzureichern mit Mineralien und letztendlich damit eine Alternative zu abgefülltem Wasser zu bieten. Das Ganze ist für den Heimgebrauch. Das ist unser erstes Produkt ist für den Heimgebrauch. Das heißt auch Mitte Home. Und kann man ab heute in unserem Webshop auf, jetzt eine kleine Werbung, www.mitte.co kaufen. Mhm. Ja, so viel Werbung soll auf jeden Fall genehmigt. Wie gesagt, ist ja ein wirklich spannender Tag. Wie hat sich denn euer Produkt verändert im Laufe der Zeit? Also ich habe gelesen, es gab so ein paar andere Ansätze, die jetzt nicht verwirklicht wurden und dafür kamen neue Ideen dazu. Vielleicht kannst du uns durch diesen Prozess mal führen.
Ja, genau. Also wir haben ganz am Anfang oder die logische Klammer war eben dieses frei von und also free of und full also free from and full of, also frei von und angereichert mit. Das war immer sozusagen die logische Klammer, die wir gehabt haben, und wir hatten dann angefangen an einer Reinigungstechnologie zu arbeiten. 2016 ging es los. Die war auf Destillationsbasis. Die konnten wir dann so nicht sozusagen ja, zur Serienreife bringen. Also die hatte sehr gut im Labor funktioniert, die hat gut unter Bedingungen funktioniert, die aber letztendlich dann nicht für den Nutzer möglich waren zu reproduzieren unter vertretbaren Kosten. Und haben dann 2019 sind umgeschwenkt auf eine andere Reinigungstechnologie. Und das haben wir dann letztendlich jetzt mit der Home vorliegen. Also eine Technologie, die auf Aktivkohle- und Hohlfasermembran basiert und dann im zweiten Schritt mineralisiert. Also das ist gleich geblieben. Und auch das dritte ist gleich geblieben, der Ansatz, dass wir ein Produkt bauen wollen, das sich wirklich schön in das Leben von Leuten einfügt und letztendlich wirklich Alternative zu abgefülltem Wasser bietet. Und das haben wir auch gesehen, dass das in unseren Beta-Tests gut funktioniert hat. Also alle unsere Beta-Tester das sehr positiv bewertet haben, und damit mit dem Feedback sind wir dann jetzt in den Launch gegangen. Ich finde ja das Thema, oder das weiß man ja auch, das Thema Hardware ist sowieso, oder wenn man als Hardware-Startup startet, ist immer ein sehr, sehr schwieriger Weg, weil man da unglaublich viele Fehler machen kann. Jetzt kommen ja bei euch noch weitere Komponenten dazu. Ne? Ihr habt einen Software-Teil, ihr habt sehr viel Forschung damit drin. Du hast gerade Lifestyle angesprochen, und dann ist wahrscheinlich das Thema Lebensmittel und Hygiene und so weiter wahrscheinlich auch nochmal ein Riesenthema bei euch, ne? Genau. Also du sagst es, du hast es eigentlich schön zusammengefasst, dass es geht, wir sind jetzt keine Hardware-Company nur oder keine eben nur Software und dann eben auch nicht nur, also es geht nicht um Food Grade und Food Safety, Hygiene, sondern all das kombiniert und dann auch noch unter den Bedingungen an sozusagen Consumer Tech, also sehr wenig Platz, es muss irgendwie schön sein, es muss auch für jeden gut funktionieren. Das war schon eine ziemliche Herausforderung. Und dann auch noch, das ist jetzt, klingt wie ein Detail, aber ist gar nicht ohne, das auch so zu bauen, dass es für den europäischen Markt funktioniert und für den amerikanischen. Also die amerikanischen Anforderungen sind oft nochmal schwieriger zu erreichen, vor allem im Food-Grade-Bereich. Da gibt es nochmal stärkere Regularien, die wir auch beachten mussten oder wollten, weil wir eben nicht nur für den europäischen Markt produzieren oder sozusagen unser Angebot auf den Markt bringen wollen, sondern auch in den USA. Lass uns über den amerikanischen Markt gleich nochmal sprechen. Aber vielleicht nochmal kurz zu diesem ganzen Herstellungsprozess. Was sind denn so, wenn du jetzt mal Tipps an andere Hardware-Startups geben dürftest, was sind denn so die wichtigsten Dinge, auf die man achten sollte, oder wo kann man die meisten Fehler machen? Also ich glaube, wo wir oder wo man besonders darauf achten muss, und ist, dass man letztendlich gibt es keine Shortcuts. Also man muss eigentlich wirklich durch so einen Produktionsprozess gehen, der einfach verschiedene Stufen hat, und alle Elemente des Systems müssen eigentlich auf einem Reifegrad sein. Und wenn das nicht so ist, dann kann man sich so oft im Kreis drehen. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich glaube, dass man sich auch sehr, sehr gut überlegt, wer macht eigentlich was im ganzen Prozess. Also muss man wirklich, wie weit muss man in das Prototypenbauen reingehen? Wann muss man anfangen, über Manufacturing, also über die Industrialisierung nachzudenken? Wer baut das überhaupt? Das ist auch ein großer Punkt. Und dann auch die ganze Supply Chain im Griff zu haben, wenn die nicht schon da ist. Also wenn man jetzt nicht, was weiß ich, ein Bluetooth-Speaker macht mit größerer Reichweite, dann ist die Supply Chain wahrscheinlich schon irgendwie da. Aber die, wenn man die neu entwickeln muss, dann ist das auch ein ganz wichtiges Element. Vor allem, wenn es wie bei uns jetzt auch um so Food-Grade-Themen geht, weil man letztendlich bis zum Hersteller, also bis zum Material runter diese Nachweise braucht, wenn man es ordentlich macht, wie wir es getan haben. Und das ist ganz schön komplex.
Jetzt ist bei euch ja wahrscheinlich das Besondere nochmal oder zumindest ein großer Vorteil, dass ihr einen riesengroßen Markt adressiert. Ne? Vielleicht kannst du den nochmal ein bisschen umreißen. Ich erinnere mich, du warst mal bei uns hast mal einen Vortrag gehalten bei uns in der Event-Location und da hast du, glaube ich, von einem Trillion-Dollar-Market gesprochen. Dann gibt es ja auch solche Beispiele wie, das war, glaube ich, Pepsi, die SodaStream gekauft hatten für 3 Milliarden oder sowas. Ne? Also es gibt sehr prominente Exits in diesem Segment. Das müsste doch wahrscheinlich die Investorenfantasie total beflügeln, ne? Also ich denke ja, also ich glaube, es gibt wenige Märkte, die so elementar natürlich sind wie Wasser. Und es gibt wenig Märkte, wo interessanterweise so wenig Innovation stattgefunden hat. Also wenn man sich so zwei vielleicht verwandte Märkte anschaut, also man könnte zum Beispiel Milch nehmen, den Markt, also das ist so ein 180 oder 160 Milliarden Markt pro Jahr. Wie viel sich da jetzt in den letzten Jahren getan hat, also man denke an Oatly zum Beispiel jetzt mit dem Börsengang, da tummeln sich richtig, richtig viele Angebote, also mit verschiedenen Alternativen zu Milch. Das gleiche gilt bei Fleisch. Also das ist, glaube ich, ein 800 Milliarden Markt. Da gibt es einfach, ja, und zu Recht, sehr viele Ansätze, wie man neue Proteinquellen erschließt. Und dann ist der Wassermarkt, der ist dazwischen in der Größe. Also es ist ein riesen Markt und da gibt es sehr wenig Ansätze für so eben so einen holistischen Ansatz zu sagen, okay, wie könnte dann eigentlich die Zukunft des Wassers ausschauen, wenn man sich nicht nur Gedanken macht jetzt zum Beispiel um Reinigung oder nicht nur Gedanken macht um, wie kriege ich eigentlich Sprudel ins Wasser rein, sondern wie könnte sozusagen auch so ein userfreundliches Angebot aussehen. Wenn man das alles kombiniert, versucht zu kombinieren, wie wir das tun, dann glauben wir, ist da sehr viel Potenzial. Was uns sicher auch geholfen hat, das Investment auf die Beine zu stellen, das wir bis jetzt auf die Beine gestellt haben. Und ich denke, also ein Beleg dafür, aber eben auch nur zum Teil, ist sicher auch der Kauf von SodaStream durch Pepsi, die wie alle diese großen Anbieter sich einfach Gedanken machen müssen, wie Leute zukünftig trinken werden. Das wird in 10 Jahren sicher nicht mehr diese Flasche sein, wo Flasche, Wasser und Plastik an einem Ort kombiniert werden und dann durch die Welt geschickt werden. Das ist nicht ökonomisch effizient und auch ökologisch natürlich ziemlicher Wahnsinn. Jetzt, wie funktioniert jetzt euer Rollout? Wie ist der geplant und auch die Skalierung? Also ich kann mir ja vorstellen, Hardware skaliert sehr, sehr träge wahrscheinlich erstmal, weil man wahrscheinlich sehr viele, also man hat Produktionszyklen, jetzt haben wir gerade noch das Thema, Materialverknappung, da kommt ihr wahrscheinlich jetzt auch in einen sehr ungünstigen Moment wahrscheinlich auf den Markt, weil man vielleicht die Produktion gar nicht richtig ankurbeln kann. Aber ist da so, ich sag mal, so Nespresso ein Vorbild für euch, die dann irgendwelche hochdesignten Premium-Stores, Outlets irgendwie haben, wo man das dann begutachten kann und auch kaufen kann? Oder macht ihr das Ganze auch im Direct-to-Consumer-Bereich ausschließlich? Also für uns ist, das sind ein paar Ansätze, die wir uns anschauen. Also für uns ist Direct-to-Consumer ist sozusagen der Ansatz, die Logik, die wir auch fahren, also direkt mit dem Kunden in Kontakt zu sein, in allen Touchpoints. Also das kann online sein, durch unseren Webshop, das kann aber auch offline sein. Wir haben jetzt seit heute auch einen Pop-Up-Shop, zwei Pop-Up-Shops, einen in Bikini Berlin, kann man sich das auch anschauen und erfahren. Und dann haben wir noch einen, der ab 1. November in The Latest Store heißt das, das ist auch im Westen, wo man, das ist ein Shop-in-Shop, wo wir das erfahren. Also wir testen jetzt gerade verschiedene Kanäle, sind aber auch ganz stark digital. Also wir haben die klassischen Performance-Marketing-Kanäle und Aktivierungslogiken, um Leute auf unseren Webshop zu bringen. Also wir denken da an Offline und Online. Und es ist durchaus denkbar, oder das ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir zukünftig ähnlich wie Nespresso oder vielleicht ein kontemporäres Beispiel wäre Peloton, wo man so Experience Stores hat, wo man das erfahren kann, wo man ein neues Konzept mal verstehen kann und dann bestellt und nach Hause geschickt bekommt. Das ist so ein bisschen die Grundlogik, mit der wir
mit der wir arbeiten. Also das ist jetzt der Going-to-Market-Teil, kann ich auch total nachvollziehen. Die Frage trotzdem nochmal nach den Skalierfähigkeiten oder Bottlenecks bei der Skalierung. Ja. Gibt es da Probleme hinterher? Nee, macht ja nichts. Aber das ist ja wirklich nochmal ein spannender Aspekt bei Hardware, glaube ich, ne? Ja, durchaus. Es ist sicher nicht, oder es ist eine andere Logik als jetzt bei Software, wo man letztendlich, wenn man es einmal hat, dann kann man das unendlich oder fast unendlich skalieren. Bei uns, also wir haben das jetzt schon so ausgelegt, auch mit unseren Produktionspartnern, dass wir in sehr hohe Volumina kommen können. Also wir bauen das jetzt auch nicht selber. Also wir arbeiten mit zwei deutschen Produzenten zusammen für die, beides für die Maschine und oder für das Gerät und auch die Kartusche, die uns da auch jetzt noch länger begleiten können. Also das Ziel ist schon auch nächstes Jahr, also wir wollen jetzt erstmal bis Weihnachten eine limitierte Anzahl verkaufen, lernen, verstehen, wie der Kunde mit dem Gerät und mit uns in Kontakt tritt und interagiert. Und dann nach Weihnachten gibt es eigentlich nochmal ein ziemliches Rollout in Deutschland und auch einen Launch in den USA. Der Launch in den USA ist jetzt nochmal besonders spannend. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, hattest du was erzählt von China, wäre so ein großer Markt. Jetzt geht der aber in die USA, ne? Unsere Strategie sagt, dass wir 2024 auch nach China gehen wollen, weil das letztendlich der größte Konsumermarkt der Welt wird, beziehungsweise im Wasserbereich schon ist. Also das ist auch unser Ziel, nur haben wir gesehen, dass die Kanäle und die Positionierungslogik doch ziemlich anders ist dort starten jetzt mal mit den USA, was uns auch ein riesen Markt ist besonders auch im Wasserbereich sehr viele Möglichkeiten gibt. Und du hast vorhin, das ist ja auch nochmal interessant, du hast ja vorhin den Milchmarkt angesprochen und da mal vielleicht die Brücke zu eurer Top-Personalie, die ihr gerade verkündet habt. Ihr habt jemanden abgeworben oder jemand gewinnen können für euch, der vorher in Oatly investiert hat, ne? Ja, stimmt. Also wir hatten jetzt seit Sommer Frühsommer haben wir eine CFO, die unser Team jetzt verstärkt, die auch jetzt im Fundraising vor allem aktiv ist. Also die kommt selber auch aus dem Investmentbereich. Und wie du sagst, also ihr letztes großes Investment war damals in Oatly, das jetzt in die Börse gegangen ist. Und ihre Analogie war letztendlich, dass sie gesagt hat, letztendlich gibt es eben diese Alternative zum Flaschenwasser noch nicht wirklich. Es gibt so Ansätze, also zum Beispiel SodaStream oder eben andere Reinigungsanbieter, aber es gibt niemanden, der das wirklich ganzheitlich denkt. Also diesen iPhone-Moment sozusagen, den gab es noch nicht. Und da kam sie jetzt zu uns und das für mich muss ich sagen, auch eine große Erleichterung, weil bis jetzt ich das ganze Fundraising auch alleine getragen habe und da jemanden zu haben, der da auf der anderen Seite war und mich da unterstützen kann, ist oder das treiben kann, ist eine gute Verstärkung. Das heißt, man hört raus, oder du sagst es jetzt schon relativ konkret, ihr seid im Fundraising. Ich glaube, insgesamt waren es so rund 30 Millionen, die ihr schon eingesammelt habt. Ne? Das heißt, und jetzt ist wahrscheinlich der Markt auch günstig, ne? Das heißt, wahrscheinlich rechnen wir mit einer bisschen größeren Runde nochmal, ne? Genau, also 32 Millionen haben wir bis jetzt. 32 Millionen haben wir bis jetzt eingesammelt und sind jetzt im Raisen von einer bisschen größeren Runde. Und wie du sagst, also der Markt ist jetzt gerade ganz günstig. Und wir sehen auch erstaunlich, wie viel Geld noch, also Geld im Markt ist. Und was auch erstaunlich ist, ist, wie viele Leute und jetzt ernsthaft und nicht nur sozusagen so Spaßinvestments machen, aber wirklich ernsthaft Volumen in Nachhaltigkeit geben wollen. Also wirklich ein ernsthaftes Interesse haben, nachhaltige Lösungen zu finden. Das finde ich, ist auch irgendwie schön zu sehen. Das ist nicht nur noch, sie wird nicht irgendwie als Trend gesehen, sondern als wirkliches Investmentthema. Und das finde ich nochmal eine schöne Brücke zu der letzten Frage, die ich habe. Und zwar, ihr habt ja einen sehr spannenden Cap Table. Ihr habt ja mehrere Strategen oder
Corporate-Investoren mit drin, ihr habt Kärcher an Bord, ihr habt Bitburger an Bord und auch Danone, was ja ganz spannend ist. Wie färbt denn das, was ihr jetzt gerade tut, auf die ab? Also ich glaube, erstmal finden sie es auch ganz gut, dass wir gelauncht sind. Das hat ja auch gedauert. Und, und waren die geduldig? Entschuldige, wenn ich da reingehe, weil das ist ja natürlich für Corporates. Nein, die super. Waren die gute Partner in dem Moment? Die waren wirklich gute Partner. Und vielleicht wären so ganz klassische VCs da andere Partner gewesen auch. Also ich bin da echt dankbar für die Unterstützung, die wir bekommen haben. Jetzt auch, also einerseits finanziell, aber auch mental für die lange Strecke und das immer weiter zu unterstützen und nicht die Geduld zu verlieren und auch das Vertrauen, dass wir das letztendlich liefern werden. Und da bin ich erstmal wirklich dankbar an alle Investoren. Also ich glaube, die sind erstmal froh, dass wir gelauncht sind. Und jetzt wird es auch interessant, weil wir natürlich jetzt auch an so ein neues Set an Investoren gehen. Also die sind, manche von denen können mitgehen, also haben die Möglichkeit, auch größere Volumen zu machen und manche nicht, weil die einfach eher Anfangsinvestoren sind. Und das wird jetzt sicher auch die Dynamik im Board oder bei den Investoren insgesamt verändern. Super. Du, dann freue ich mich, wenn wir da dann demnächst schon wieder Neuigkeiten von euch bekommen. Ja, klingt wirklich spannend. Klingt auch nach einer wirklich spannenden Reise, die ihr habt. Ein tolles Produkt. Vielleicht sagst du noch mal kurz was zu den Eckdaten. Für wen ist denn das jetzt geeignet aus deiner Sicht und was kostet das Ganze überhaupt? Also geeignet ist es, glaube ich, für jeden, der sich drum sorgt, Wasser zu trinken, das ihm gut tut. Also idealerweise jeden. Wir starten jetzt mit dem Preis, mit dem Starter-Kit, das für mit 349 Euro. Das ist ab jetzt erhältlich, auch erstmal limitiert. Also wir haben da ein bestimmtes Volumen und genau, womit wir starten. Aber ich würde sagen, ja, für jeden, der sich um seine Gesundheit kümmert. Und du hast ja vorhin Peloton... Und die Gesundheit des Planeten ist vielleicht auch nicht okay. Unwichtig. Ja, du hast ja vorhin Peloton noch erwähnt als Beispiel. Sag mal, ist das Thema Subscription Model für euch noch eine... Also Investoren sehen sowas ja immer gerne, wenn man da irgendwie noch so eine, ich weiß nicht, ein Software-Abo mit reinmogeln kann für, weiß nicht, 5 oder 10 Euro im Monat. Ist sowas noch ein Modell für euch? Also momentan ist jetzt kein Plan, da irgendwie ein digitales, also wir haben ja ein digitales Element, das ist eine Connected Maschine, wenn man das will. Und unsere Subscription ist letztendlich die Kartusche, die Kartusche ist unser Subscription. Mhm. Wenn Leute das verwenden, dann müssen sie ja auch dann nach 250 Litern die Kartusche wechseln. Mhm. Das wird auch gemanagt oder kann man managen über die App, wo man auch sehen kann, wie viel Liter eben noch in dieser Kartusche sind und sich dann, also kann sich automatisch auch eine Kartusche zuschicken lassen, wenn man eben nahends zum Ende der Lebenszeit der Kartusche kommt. Mhm. Und kann die dann auch, vielleicht auch noch interessant, die alte wird zurückschicken, also ein Circularity-Programm, und wir kümmern uns dann ums Recycling und auch Wiederverwenden der Materialien. Und was kostet so eine Kartusche? Eine Kartusche für 250 Liter, 300 Flaschen, ist 45 Euro. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Ja, Moritz, dann haben wir ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Die letzte Frage nochmal zum Thema Lieblingstools und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Genau, also was ich jetzt viel verwende, weil wie wahrscheinlich ganz viele Leute sind wir im hybriden Setup, also manche Leute sind im Büro, manchmal sind wir nicht im Büro und auch da nicht konsistent, verwenden wir Mural ganz viel, also ein Kollaborationstool, wo man einfach interaktiv zusammenarbeiten kann. Das kann ich persönlich ganz empfehlen. Super. Und wie setzt sich das ein? An welchen Stellen? Also wir machen das ganz viel für Workshops oder wenn man so eben strukturierte, also Themen vorbereitet,
und sich so von einem Thema zum nächsten hangelt und auch vielleicht mehrere Präsentationen zum Beispiel zusammenführen will, verschiedene Leute ihre Perspektiven einbringen wollen oder auch so Brainstorming, also so Sticky Sessions, solche Sachen kann man, finde ich, ganz gut über Mural machen. Wir haben das auch ganz am Anfang, Corona-Zeiten, hat uns das so ein bisschen gerettet, weil wir die ganze Sprintplanung für die Tech-Teams komplett auf Mural gemacht haben. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews. Moritz, es war super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dann, ich drücke die Daumen für dieses Fundraising und freue mich dann, wenn wir demnächst wieder sprechen können. Sehr gern. Vielen Dank und schönen Tag noch. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's. Das war Moritz Waldstein, der CEO und Gründer von Mitte Berlin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super, muss ich sagen. Ein hochinteressantes Gespräch, ein hochinteressantes Thema. Wir bleiben da dran. Man hat ja gerade gehört, da wird demnächst auch noch mehr kommen. Mal schauen, wo der die Reise hingeht. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Aber auch die, Achtung, Wortwitz, Wasserstandsmeldung heute war ja wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. So, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ja, euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis morgen früh. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von The Builder's Guide to the Tech Galaxy. Das Handbuch, das euch in 99 Praxismodulen zeigt, wie aus eurem Startup ein Unicorn werden kann. Mehr Infos unter haufe.de/builders-guide.